Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV um die Mittagszeit herum. Wir wollen uns hier dem DAX und hier dann im Anschluss der ThyssenKrupp Aktie widmen. Doch betrachten wir hier erstmal zunächst den DAX als Leitindex, wie wir ihn denn jetzt hier sehen werden. Zunächst mal hier die MetaTrader 4 Betrachtung, beschaut der heutigen Analyse, die hier kurz nach 10 online gegangen ist. Es ging hierbei speziell um den DAX eben im Stundenchart-Intervall. Und da sehr schön zu sehen, dass wir hier zunächst hier eine 24-Stunden-JFD-Indikation Ausbruch nach oben erlebten, der jedoch dann hier wieder umgehend relativiert wurde. Und nunmehr befinden wir uns mehr oder weniger immer noch in Form dieser Art fallenden Dreiecksformation mit einem Support hier um 1236, 1237 und hier eben diese kurzfristige Abwärtstrendlinie. Hierbei ganz entscheidend, dass der DAX sich hier nach oben absetzen sollte, also hier nochmal ausbrechen sollte, um dann praktisch weiteres Potenzial zu generieren. Die Tendenzen diesbezüglich haben wir auch schon anhand der FTSE richtig Vektorlogik auf Tagesbasis erörtert. Hier nochmal kurz das Bild zum DAX. Ich schiebe es mal kurz rüber, direkt mit der Pattern-Prognose inklusive. Das heißt, hier unten mit dem heutigen bullischen Tagesverlauf, den wir ohnehin im Background haben, ergab sich während der letzten 15 Jahre hier eine Häufigkeit von 287 bullischen Bewegungen, die eine Trefferquote von 73,5% aufwiesen. Und das Ganze führte hier letztlich zu einer Tagesperformance im Bereich 0,61%. Allerdings hier mit einem prognostizierten Tageshoch im Bereich 12.150 Punkten. Das ist ganz interessant. Und das haben wir im Prinzip noch vor uns. Entspricht halt guten 70 Punkte, die hier nach oben warten. Wir haben hier auch den Widerstand bei 12.124 Punkten, den es zuvor abzuarbeiten gilt. Und die Chancen, dass der DAX im Prinzip dieses Niveau angreift, sind eigentlich ganz gut. Schauen wir jetzt jedoch mal hier auf den Index in der klassischen Beschau, wie wir uns ihn zuletzt immer wieder vorgenommen haben. Auch hier im Stundenchart wollen wir kurz darauf eingehen. Da haben wir hier das Widerstandslevel 12.100, 12.110 auf der Oberseite ganz klar. Und dann hier speziell 12.124 praktisch hier noch als Widerstand, den wir hier im MetaTrader 4 gesehen haben. Die grundsätzliche Tendenz hat sich hierbei nicht verändert. Also wir sind hier immer noch oberhalb dieses kurzfristigen Aufwärtstrends. Sieht also alles ganz gut aus. Wenn wir hier jetzt nicht direkt ausbrechen sollten, dann haben wir hier bei 12.030 hier in diesem Fall oder 12.000 zwischen 12.030, 12.040 Punkten roundabout eben hier diesen Support. Aber es wird eigentlich unverändert hier eine Ausbruchsbewegung nach oben präferiert, weil eben die Saisonalität bullisch ist, weil wir eben hier ein gutes Umfeld haben, im Sinne dessen, dass ja natürlich hier auch die Notenbankpolitik weiter mitspielt. Also eigentlich hier kein Störfeuer zu sehen und das heißt eigentlich, der DAX müsste hier weiter performen. Die aktuelle Seitwärtsphase sollte sich dementsprechend nach oben auflösen. Das Ganze wäre, und das sieht man sehr schön hier an diesem Stundenchartintervall auch und eben auch hier in der Analyse von heute Morgen, dass es unterhalb von 11.990 Punkten inklusive Bruch dieser Aufwärtstrendlinie es dann hier relativ zügig abwärts gehen könnte bis rund 11.900, 11.930 und tiefer. Also wenn wir hier unter 11.990 Punkte zurückfallen sollten, dann wäre das sicherlich ein Signal, was nicht nur heute, sondern auch morgen wahrscheinlich Früchte tragen dürfte in Sachen weiter fallender Notierung. Insofern werden wir das Ganze mal ein Stück weit angrenzen und hier jetzt auch den grauen Tendenzfall mal ein Stück weit nach oben ziehen, denn wenn wir hier, wie gesagt, die Marke von 12.000 brechen, dann können es relativ zügig in Richtung 11.900, 11.850 und der Rest hier ist schon ein Stück weit fast überspitzt. Da muss man dann mal sehen, was hier bei 11.800 passiert, nach aktueller Betrachtung heraus. Aber es wäre zumindest dann möglich, dass der DAX hier durchaus ein Stück weit stärker zurückfällt. Das muss man ganz klar sehen. Aber wir wollen nicht den Bären an die Wand malen, noch sieht das hier alles ganz konstruktiv aus und der DAX hat durchaus gute Chancen, hier nach oben aufzudrehen. Achten Sie, wie gesagt, auf die Marken. Wie schon dargestellt, wir können ja auch den kurzfristigen Abwärtstrend nochmal hier auch mit reinnehmen. Da haben wir ihn dann auch praktisch ganz klassisch wie im MetaTrader 4 Chart auch in diesem fast schon täglich zur Beschau stehenden Chart-Interpretation vorliegen. Jetzt werden wir hier den Fall nochmal rübersetzen. Für den Fall, dass es Rücksetzer gibt, wenn sie denn kommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir hier einen sehr, sehr schönen Supportbereich haben, der dann auch halten dürfte. Okay, so viel zum DAX. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Wir werden jetzt hier noch diese Horizontalunterstützung mal ein Stück weit hervorheben und dann haben wir den DAX als solches eigentlich auch schon eingefangen. Gegebenenfalls schalte ich mich am Nachmittag heute nochmal drauf, wenn es dann hier unabhängig der US-Märkte beim DAX noch ein paar schöne Bewegungen gibt. Schauen wir uns jetzt mal die Aktie von ThyssenKrupp an. Diesen Wert hatten wir neulich beim Live-Charting-Event am Abend in der Beschau und die ThyssenKrupp hier im großen Bild. Schauen wir uns das mal an.
in einer ja immer noch sehr, sehr schwachen Entwicklung. Schauen Sie sich das an, ThyssenKrupp hier definitiv eine Aktie, die hier noch deutlich unter den Höchstständen notiert. Wir haben aber, und das ist sehr schön zu sehen, eine klare Erholungsbewegung hier vorliegen, die sich hier innerhalb des Trendkanals auch einfangen lässt. Und wir stehen hier unmittelbar vor dieser langfristigen Abwärtstrendlinie. Ein kurzfristiger Angriff auf eben diese ist anzunehmen. Und wenn wir dann hier eben das Niveau vom 26,10 Euro, das ist hier praktisch die Trendlinie, wenn wir da drüber gehen per Daily Close, dann sieht es gut aus, dass wir innerhalb dieses Trendkanals weiter nach oben hin ansteigen. Die ThyssenKrupp heute hier der schwächste Wert im DAX mit knapp 1,5% im Minus. Also hier durchaus heute der absolute Underperformer, soll aber hier nicht zur Sorge animieren, denn grundsätzlich sieht die ThyssenKrupp, wie gesagt, hier ganz konstruktiv aus und ein Test dieser langfristigen Abwärtstrendlinie, jetzt haben wir es, erscheint durchaus möglich. Und wenn wir den Fall jetzt mal hier ein Stück weit korrigieren, dann muss man davon ausgehen, dass wenn die heutige Schwäche, und das sieht nicht danach aus, als würde die hier langfristig Fortbestand haben, sich auflöst, gerade im Sinne dessen, dass der DAX dann eben hier auch wieder nach oben ranzieht, dann dürfte man hier Kurse um 26 Euro und Ausbruch über 26,10 durchaus präferieren. Ansonsten auf der Unterseite hier ganz klar der Supportbereich um 24, ganz, ganz klar. Hier auch der EMA 20, also der exponentiell gewichtende gleitende Durchschnitt, der hier zuletzt immer wieder sehr, sehr schöne Unterstützung bot. Achten Sie mal darauf, wenn die Aktie mal zwei Tage oder länger drunter fallen sollte, dann könnte das hier durchaus ein eher kritischeres Bild aufwerfen, kurzfristig gesehen. Insofern auch auf den EMA 20 und auf das Level von 24,08 Euro achten. ThyssenKrupp, bisheriger Flop im DAX, muss allerdings nicht so bleiben. Warten wir also mal ab, was jetzt noch am Nachmittag passiert. Ihnen jetzt erstmal eine schöne Mittagspause. Ich verabschiede mich, bis später, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.